Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Proberunde hier bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Wir sind in unserem Proberaum, der Klappi bei sich in seinem, ich bin meinem und wir spielen PUBG. Zwei Noobs auf dem Schlachtfeld schleichen, ducken, wegrennen und wir müssen unsere Strategie ein wenig proben. Und Klappi sagt uns jetzt erstmal, wo wir überhaupt landen. Ja, wenn ich das so genau wüsste. Wir könnten nach hier und dann nach da, nach Gatka rüber. Das machen wir. Oder gleich nach Gatka. So, du bist orange? Das ist gleich ja, okay, Gatka. Gleich, okay, go. So, Aufnahme läuft? Finde ich gut. Ich hüpfe, ich bin schon draußen. Ja, meine Aufnahme läuft auch, ich bin auch schon draußen. Links von mir fliegt doch einer und der fliegt ziemlich genau dahin, wo wir auch hinfliegen. Der will auch nach Gatka, der Lump. Jetzt dreht er ein bisschen weiter nach rechts ab. Aber auch nur bis. Achso, der nimmt die Häuser neben Gatka, rechts daneben, das kleinere Kaff. Aber wieso ist der alleine? Ja, vermutlich teilen die sich. Ach nee, die sind zwei. Oh, du, Gatka machen ganz viele. Ich versuche mal, ob ich zu dem Bauernhof aus unserer Flugrichtung rechts vor Gatka komme. Ach du Scheiße! Wo bist du gelandet? Irgendwo anders, aber ich hab dich auf dem Schirm, ich komme. Ich komme! Naja. Das so viel bringt, weil du unter Umständen nicht der Einzige bist, der hierher kommt. Naja, irgendwas muss ich jetzt machen. Ich habe mich jetzt für diese Taktik entschieden, ich komme jetzt zu dir. Und hoffe, dass mir jetzt keiner in den Rücken schießt. Weil der da oben auf dem. Nee, doch nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, weit auf der Karte sind wir. Okay. Lass mir irgendwas übrig. Ja, hier liegt eine Schrotflinte. Mehr habe ich auch nicht. Ah. Ich habe direkt mal eine Pfanne gefunden. Also hier liegen noch Pistolen rum. Ja, ich nehme jetzt erstmal das, was ich jetzt hier kriegen kann. Obwohl. Und dann flitzen wir wohin? Obwohl. Dann lasse ich das doch hier. Dann nehme ich aber das noch mit. Ich würde dann gerne jetzt sofort zu Orange flitzen. Und hier aus dem... Ja, aber lass mich noch die ganze ACP-Munition mitnehmen, Mann. Gute Zeug. Ja, aber in Gatka, in Sichtweite, sind Leute runtergegangen, die jetzt bewaffnet sind. Ja, wir sind ja auch bewaffnet. Wir können jetzt hier stürmen. Wenn wir beide in diesem kleinen Kabuff runtergegangen wären, wäre das, glaube ich, eine der gefährlichsten Orte auf der Map. Ja, ja. Zu sagen, geh nicht in der großen Stadt runter, sondern an einem kleinen Gehöft nebendran, schnapp dir die ersten Waffen und geh dann in die Stadt rüber und guck, dass du die erwischst, die da gerade am Looten sind. Hat, glaube ich, alle seine Vor- und Nachteile, oder? Ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist eigentlich das Gefährliche. Das Gefährlichere. Na, ich glaube hier, also wenn wir in die andere Richtung gelaufen, würde ich dir zustimmen. Aber hier ist noch keiner. Das heißt trotzdem nicht, dass du durch die Fenster springen musst, Tommy. Ach so. Sag das doch gleich. Okay. Gleich. So, hier oben ist nichts mehr. Boah, du klingst bei mir klingst du wie ein Schmuhil. Ein was? Ein Schmuhil. Was ist das? Was ist? Keine Ahnung.
Was ist denn ein Schmuhi? Was? Was? Ein Schmuhil. Hat sich fast auf dich geschossen. Das halte ich für ein Gerücht. Hast du einen Rucksack oder so? Ja, einen. In dem anderen Haus war auch noch einer. Hier auf dem Dachboden liegt auch noch einer. Also hier auf dem Balkon. Ey, dass sie das noch nicht mal gefixt haben hier? Hier liegt noch ein bisschen ACP. Das sind ja echt schöne Häuser, ne? Ja, will ich direkt einziehen. Ja, wollen wir die Straße lang weiter? Klar. Ach, das ist dieser See. Ach, oh wei. Da sind bestimmt welche. Die werden dann aber hergefahren. Oder sehr schnell gelaufen. Huch. Ja, das kann natürlich sein. Ja, ein Helm. Ich hab einen Helm. Und du ja nicht. Wenn du einen Zweier-Rucksack irgendwo siehst, dann sag Bescheid. Ja, dann nehme ich bin den. Bin nämlich schon voll. Warst wieder zu gierig, ne? Nee, zu erfolgreich. Auf mich wird geschossen und ich weiß nicht woher. Oberhalb von mir. Ja, ich sehe sie. Ich sehe den zweiten nicht. Jetzt bin ich tot. Mami! Deine Waffe ist nicht geladen. Sie waren oben am. Wahrscheinlich sind sie jetzt bei mir unten und looten mich. Oder nein, da schleicht doch noch einer rum. Cool. Schon leer. Der andere ist weiter links. Kommt jetzt links ins Haus rein? Ich dachte, das wären Rauchgranaten gewesen. Aber ist okay. Die schmeißen jetzt eine Rauchgranate hin, ist auch nett. Da bist du relativ safe. Na, die haben zu zweit aber ganz schön Probleme, einen zu kriegen. Ich würde da warten, dass er reinkommt. Ja, ja. Dumme Spiel, echt. Das ist total Banane. Trauen sich beide nicht rein.
Yes. Mach er. Jetzt raus. Ja, das waren sie beide. Loote sie. Alter, ich bekack mich gleich vor lauter Aufregung. Das ist doch nicht mehr wahr, oder? Das war doch jetzt echt nicht mehr, das ist doch nicht mehr feierlich, Freunde. Was war denn das? Ja, vor allem, da hatten ja scheinbar richtig gut Loot dabei. An meiner Position liegt noch ein Sturmgewehr, da wo ich gestorben bin. Alter, das ist nicht mehr wahr, oder? Das ist nicht mehr wahr. Das ist einfach nicht mehr drin, ne? Das ist überhaupt nicht mehr wahr. Das ist nicht mehr... Ja, leg dich nicht mit Tommy an. Ah, okay, das ist mein Sturmgewehr, was da liegt. Leg dich nicht mit Tommy an. Aber die hatten doch voll die gute Ausrüstung. Wieso sind die denn mit der Pistole auf dich losgegangen? Oh, da kommt jemand. Gut, oder er fährt dran vorbei. Du bist aber noch super in der Zone. Ich muss mich erstmal sortieren hier irgendwie. Das glaube ich dir. Das ist jetzt nicht mehr wahr, oder? Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass wir irgendwie jetzt gleich wieder neu starten. Aber ich brauche noch Munition, sehe ich gerade. Weil die ist nämlich rar. So, du, die nächste Zone ist auch noch, bist auch noch gut drin. Und es wird sich wohl oben um Georgopol irgendwo zusammenziehen. Was haben die denn irgendwie für Mist dabei irgendwie? Die haben ja nichts Gutes. Echt nicht? Aber die haben doch da so ein Sturmgewehr und eine Fernkampfwaffe. Ja, aber keine Munition. Ich hab doch jetzt alles. Was kommt einer? Kannst du das gleiche Spiel gleich nochmal machen? Kommt einer? Ja. Von links höre ich sie. Ich weiß nicht, ob die zu zweit weggefahren sind. Da habe ich die mit einer Pfanne erschlagen, das ist nicht mehr wahr, oder? Aber ich habe eine Errungenschaft gekriegt auf Steam. Ein Funkill. Ein Pfannenkill. Ja gut, okay. Machen wir uns jetzt nicht mehr lächerlich. Also wir müssen jetzt mal weitermachen. Jetzt würde ich wieder sagen, da man ihn nicht mehr gehört hat, die sind doch zu zweit weggefahren. Ja, ich glaub's fast auch. Das ist nicht mehr wahr. Ich habe einen mit einer Pfanne umgehauen, ey. Ah, das Problem ist, ich glaube, ich würd einfach mal hier warten noch. Obwohl, eine Minute... schwierig. Also du könntest auch zu meiner Leiche noch gehen. Ich weiß, also ich kann leider nicht sehen, was du alles eingesackt hast. Ich meine, ich hätte noch den ein oder anderen Medipack gehabt. Und du hast gerade irgendeine Waffe, in der nur 18 Schuss drin sind. Ja, ja. Das sehe ich noch. Ich bilde mir ein, ich hatte mehr Munition für die. Ich liege hinten neben dem Abwasserrohr. Oder da halb auf halber Höhe. War da ein bisschen vernünftiger Loot noch? Nee, kaum noch was. Ja, toll. Ich wollte mich rächen, ich habe mich extra doof angehört. Stimmt, ich habe also hast doch perfekt. Wir haben uns das erste Mal erfolgreich gerecht. Jetzt sind es noch 40, also 39. Und dann das Spiel rum. Ja, mal Chicken Dinner oder was. Natürlich.
Da geht jetzt halt das Feld los, über das du dann drüber musst. Siehst du, und das habe ich vorhin gesucht, eine Handgranate oder sowas. Aber zu geil, dass ich mich erstmal selber geblendet habe, zweimal. Hast du dir das Walton mittlerweile auch auf eine extra Taste gelegt? Noch nicht, habe ich vergessen. Tatsächlich. Da war noch eine Hütte angebaut. Ja, da ist aber nichts drin gewesen. Ach so. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten, die in die Zone reinlaufen, von Osten kommen. Osten, Südosten. Südosten, sagst du? Weil da das Flugzeug lang geflogen ist. Ja, ich könnte mir auch vorstellen. Also ich würde mich fast eher an die Küste im Westen. Also da, wo ich gerade hinschaue, ne? Ja, so in die Richtung würde ich, glaube ich. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gesagt. So ein bisschen, ne? Kannst du erstmal spähen, ob da unten im Dorf was los ist? Genau. Sieht fast nicht so aus, ne? Die Türen, die man sieht, waren noch zu. Auf alle Fälle habe ich dann wieder einen schönen Ausschnitt für die Clips irgendwie. Ja. So, ich warte jetzt mal gerade auf die Zone. Vor allem, die sterben so sehr langsam irgendwie, ne? Ja, das, Ich glaube, die Spieler sind alle insgesamt vorsichtiger geworden. Okay, dann eher Norden als nach Westen rüber. Also muss ich. Du könntest fast schon am Circle. Achso. Du kannst auch noch weiter warten und dann am Circle entlang. Ja, warte mal. Wäre fast schon sinnvoller, weil ich könnte mir vorstellen. Meinst du, das quer fällt ein? Na, pass mal auf, ich gehe jetzt mal einfach querfeldein irgendwie. Huch, was war das? Was? Du bist, glaube ich, in Zoom gegangen und dann hat es dir so komisch geruckelt. Tja, was machen wir jetzt? Du könntest auch, na gut, du hast was Rotes an, leider. Ich könnte ein Apfel sein. Ich könnte ein Apfel sein. Die jetzt halt hinter dir herlaufen, die haben eine Chance, auf dich zu schießen. Sonst kannst du das Rote ausziehen und hast dann die braune Haut. Ah, also da würde ich jetzt. Ich gehe Oberkörper frei. Dann hast du eine Schutzweste an. Also da würde ich jetzt fast nach hinten gucken, Richtung Zonengrenze. Ach nee, ich weiß es nicht, Tommy. Du musst es selbst entscheiden. Ja, ist schwierig, ne? Ich sehe auch so gut wie gar nichts. Ja, ja, da ist eigentlich eine ziemlich doofe Position. Also entweder wieder zurück oder übers Feld weiter. Ja, wenn, dann würde ich übers Feld weitergehen. Ja, klingt doch auch gut. Aber zwei Kills mit einer Pfanne, ey, Ich krieg einen Orden, Freunde. Ich krieg einen Orden. Ja, einen mit der Pistole und einen mit der Pfanne. Ja, das musst du erstmal hinkriegen. Vor allem, ich habe mich vorher damit mit zwei Blendgranaten selber geblendet, wisst ihr. Weil ich dachte, das wäre ein Rauchgranaten. Da habe ich mir schon gedacht, Thomas, das war wieder eine saubere Aktion, wie letztens, wo ich. Wo ich vom Turm gefallen bin.
Ich zu doof war zum Worten irgendwie. Boah, immer noch 32 am Leben? Mhm. Oh Mann. Ich seh schon, ich muss die Folge nachher schneiden. Weil es einfach zu lang geht wieder. Das sind da drüben. Soll ich mal? Da sitzt einer am Fenster. Ich glaube, das ist durch zwei Fenster. Ja. Das ist kein Schalldämpfer, oder? Da ist er gerade aus dem Fenster gesprungen. Der zweite schon. Links runter über das, über dieses Wellblechding, glaube ich. Na. Guck mal links von dir. Du stehst es halt in der Mitte auf dem Präsentierteller. Naja, super. Perfekt. Ja, hock dich im Busch und wart, wer vorbeirennt. Und dann nur noch mit Alt bewegen. Also nur noch mit Alt gucken. Obwohl, der Busch gefällt mir nicht. Oder? Der ist nicht ganz so gut. Ist kleiner. Beim Buschtesten gestorben. Ach, damn. Mit jedem Buschwechsel gehst du ein neues Risiko ein, dass dich jemand sieht. Aber die Büsche sind nicht so gut. Der ist gut, halbwegs. Das Leben noch 25. Ach, der ist gut. Noch 24. Ah. Und die nächste Zone ist ein Stückchen Fußweg. Also Hospital zieht sich zusammen. Ja, klasse. Ich guck mal gerade. Da hinten ist einer gelaufen wieder. Bei 285. 285? Es läuft schon. Und das tut jetzt gleich richtig weh. Ja, ist okay. Das kann man machen. Aber freies Feld ist nicht gut. Kacki. Das wird eine richtig blöde, harte Landung, Freunde. Besonders, weil da links mindestens zwei rennen. Vor der hätte ich auch einen gesehen. Und von rechts kommt hupend einer. Sterb! Der ist gar nicht mehr da. Wo ist denn der hin? Oh. Sehr schön. Ja, mit diesem fulminanten... Alter Schwede, was war das? Achso, der ist gestorben. Der liegt auf der anderen Seite vom Auto. Nicht mehr. sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen bei Two Crazy Games und Klabautermann LP. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das Abo nicht vergessen. Däumchen nach oben. Oh mein Gott, geile Folge. Wir sind raus. Ciao.